Jo, was geht, meine Stellivalisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Und in diesem Video soll es um den Give Cars to Friends Glitch gehen. Und zwar gibt es jetzt eine neue, einfache Methode. Ich mache das hier jetzt mit dem Einsitzer. Ihr kennt ja noch die alte Methode mit dem Verbrennen etc. pp. Wir machen das jetzt diesmal ein kleines Ticken einfacher. Und zwar muss euer Freund einfach mal bei Fahrzeuge den Fahrzeugzugang auf Freunde machen. Ne? Einfach mal auf Freunde. Dann macht ihr einfach wie gewohnt den Give Cars to Friends Glitch. Einfach ganz normal machen. Den muss ich euch ja jetzt nicht erklären. Auch wie ihr euch verglitscht, muss ich euch nicht erklären. Ich zeige euch jetzt einfach nur, wie der Give Cars... Ja, den kennt ihr eigentlich. Aber man muss halt trotzdem nochmal. Also wie gesagt, ihr seid verglitscht. Es gibt ja mehrere Verglitch-Methoden. Da müsst ihr euch jetzt selbst aussuchen, welche. Begebt euch an diese Location hier. Dort fordert ihr euch euer MOC an. Euer Freund setzt sich rein und befindet sich hier in diesem Schnellmenü. Ne? So. Ihr fahrt jetzt damit einfach nur, während euer Freund dieses Schnellmenü offen hat, auf das MOC zu. Einfach nur zack drauf. Drückt Steuerkreuz rechts und euer Freund wird rausgeschmissen. Perfekt. Ihr fahrt jetzt zurück, steigt aus, geht kurz zu Franklin, also Steuerkreuz nach unten gedrückt halten, wählt Franklin aus. Ihr bekommt diese Meldung. Diese lehnt ihr jetzt ganz einfach nur ab. Jetzt geht ihr zu eurem MOC, geht auf alleine eintreten. Ihr werdet einen schwarzen Ladebildschirm haben. Das ist perfekt. Jetzt drückt ihr die Steuerkreuz nach unten, haltet diese gedrückt und euren rechten Stick nach oben. Lasst dann beides zeitgleich los. Und dann sollte diese Meldung hier auftauchen. Diese Meldung lehnt ihr jetzt ab. Ihr spawnt dann hier an der Straße. Und ihr kennt ja, beim Einsitzen musste man ja jetzt irgendwie Feuer machen und so weiter. Euer Freund hat jetzt einfach nur auf Fahrzeugzugang auf Freunde. Ihr steigt auf und bäm, habt ihr's. Ne? Mega einfach. Ihr müsst nichts mehr verbrennen, sonst etwas. Einfach nur Fahrzeugzugang auf Freunde. Und da das Motorrad nicht zerstört wird, ne, müsst ihr es jetzt auch so nicht abspeichern, denn es ist jetzt abgespeichert. Und so könnt ihr euch beide auch noch den Fleckanhänger geben lassen, ne? Nur so kleine Info nebenbei am Rande. Deswegen, an der Stelle bin ich raus. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, gerne auch ein Abo. Und wenn ihr mich supporten wollt, dann wäre doch gerne Kanalmitglied. Könnt ihr schon ab 99 Cent im Monat. Dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.